willkommen zu meinem Vortrag von und über der Untergang des Hauses Usher, dieser wohl berühmtesten Erzählung von Edgar Allan Poe. Ich hoffe, dass dieser Vortrag für Sie ein bisschen gruselig, ein bisschen interessant und hoffentlich auch ein bisschen lustig ist, denn ich denke, dass alles drinsteckt in dieser wunderbaren Erzählung. Poe hat zwischen 1809 und 1849 gelebt in Amerika. Er ist nicht besonders alt geworden. Hier sehen Sie übrigens ein Foto aus seinem Todesjahr. Die Geschichte, der Untergang des Hauses Usher, die ist 1839 erschienen, also 10 Jahre vor seinem Tod. Gitarre spielt in dieser Erzählung und auch in meiner Perspektive auf dieser Erzählung eine ganz prominente Rolle. Ich denke, es handelt sich um eine durch und durch musikalische Erzählung, deren eigentümlichen Humor vielleicht gerade Gitarristinnen und Gitarristen nachempfinden können, aber das werde ich jetzt im Folgenden erst langsam erklären müssen. Ich war den ganzen Tag lang geritten, einen grauen und lautlos melancholischen Herbsttag lang, durch eine eigentümlich öde und traurige Gegend, auf die erdrückend schwer die Wolken herabhingen. Da endlich, als die Schatten des Abends herniedersanken, sah ich das Stammschloss der Usher vor mir. Ich weiß nicht, wie es kam, aber ich wurde gleich beim ersten Anblick dieser Mauern von einem unerträglich trüben Gefühl befallen. Ich sage unerträglich, denn dieses Gefühl wurde durch keine der poetischen und darum erleichternden Empfindungen gelindert, mit denen die Seele gewöhnlich selbst die finstersten Bilder des Trostlosen oder Schaurigen aufnimmt. Ich betrachtete das Bild vor mir, das einsame Gebäude in seiner einförmigen Umgebung, die kahlen Mauern, die toten wie leere Augenhöhlen starrenden Fenster, die paar Büschel dürrer Binsen, die weiß schimmernden Stümpfe abgestorbener Bäume, mit einer Niedergeschlagenheit, die ich mit keinem anderen Gefühl besser vergleichen kann als mit dem trostlosen Erwachen eines Opiumessers aus seinem Rausche, im bitteren Zurücksinnen in graue Alltagswirklichkeit, wenn der verklärende Schleier unerbittlich zerreißt. Es war ein frostiges Erstarren, ein Erliegen aller Lebenskraft, kurz eine hilflose Traurigkeit der Gedanken, die kein noch so gewaltsames Anstacheln der Einbildungskraft aufreizen konnte zu Erhabenheit, zu Größe. Was mochte es sein, dachte ich langsamer reitend. Ja, was mochte es sein, dass der Anblick des Hauses Usher mich so erschreckend überwältigte? Es war mir ein Rätsel. Aber ich konnte mich der grauen Wahngespenster nicht erwehren. Ich musste mich mit der wenig befriedigenden Erklärung begnügen, dass es tatsächlich in der Natur ganz einfach Dinge gibt, die durch die Umstände, in denen sie uns erscheinen, geradezu niederdrückend auf uns wirken können. Dass es aber nicht in unsere Macht gegeben ist, eine Definition dieser Gewalt zu finden. Es wäre möglich, überlegte ich, dass eine etwas andere Anordnung der einzelnen Bestandteile dieses Landschaftsbildes genügen würde, um die düstere Stimmung des Ganzen abzuschwächen, ja vielleicht sogar vollständig aufzuheben. Von diesem Gedanken getrieben, lenkte ich mein Pferd an den steilen Abhang eines schwarzen, sumpfigen Teiches, der von keinem Hauch bewegt, neben dem Schlosse lag und spähte ins Wasser. Doch ein Schauder, stärker als zuvor, schüttelte mich beim Anblick der auf den Kopf gestellten und verzerrten Bilder der grauen Binsen, der gespenstischen Baumstümpfe und der toten, wie leere Augenhöhlen starrenden Fenster. Nichtsdestoweniger beschloss ich, in diesem schwermutvollen Hause einen Aufenthalt von mehreren Wochen zu nehmen. Sein Eigentümer, Roderick Usher, war einer meiner liebsten Jugendfreunde gewesen, doch seit unserer letzten Begegnung waren viele Jahre dahingegangen. Da hatte mich jüngst bei meinem Aufenthalt in einem entlegenen Teil des Landes ein Brief erreicht. Ein Brief von ihm, dessen seltsam ungestümer Charakter keine andere als eine persönliche und mündliche Beantwortung zuließ. Das Schreiben zeugte entschieden von nervöser Aufregung. Der Verfasser sprach von einer heftigen körperlichen Erkrankung,
von niederdrückender geistiger Zerrüttung und von dem innigen Wunsch, mich, der ich sein bester und zugleich sein einziger persönlicher Freund sei, wiederzusehen. Er hoffe, meine erheiternde Gesellschaft werde diesem Zustande etwas Erleichterung bringen. Die Art und Weise, in der dies und vieles andere gesagt war, die Herzensbedrängnis, die aus seinem Verlangen sprach, das war es, das mir kein Zögern erlaubte. Und ich gehorchte daher dieser höchst seltsamen Aufforderung unverzüglich. Obgleich wir als Knaben geradezu vertraute Kameraden gewesen waren, wusste ich dennoch recht wenig über meinen Freund. Seine Zurückhaltung war immer außerordentlich gewesen. Sie war ihm ganz selbstverständlich erschienen. Immerhin war mir bekannt, dass seine sehr alte Familie seit unvordenklichen Zeiten wegen einer eigentümlichen Reizbarkeit des Temperaments bekannt gewesen war. Eine Reizbarkeit, die lange Jahre hindurch in vielen erhabenen, eigenartigen Kunstwerken sich aussprach. Später betätigte sich dieses feinfühlige Empfinden in mancher Handlung großmütiger, doch unauffälliger Mildtätigkeit und in der leidenschaftlichen Hingabe an das Studium der Musik. Weniger als an ihre altbekannten, leichtfasslichen Schönheitsformen, als an die tief verborgenen Probleme dieser Kunst. Ich hatte auch die sehr bemerkenswerte Tatsache erfahren, dass der Stammbaum der Familie Ascher, die jederzeit hoch angesehen gewesen, zu keiner Zeit einen ausdauernden Nebenzweig hervorgebracht hatte. Mit anderen Worten, dass die Abstammung der ganzen Familie in direkter Linie herzustellen war. Und ich vergegenwärtigte mir, dass in dieser Familie neben dem ungeteilten Besitztum auch die besonderen Charaktereigentümlichkeiten sich ungeteilt von Glied zu Glied vererbten und sann darüber nach, inwieweit im Laufe der Jahrhunderte die eine dieser Tatsachen die andere beeinflusst haben könnte. Wahrscheinlich, so sagte ich mir, ist es eben dieser Mangel einer Seitenlinie, die es dies von Vater zu Sohn immer sich gleichbleibende Erbe von Besitztum und Familienname, das schließlich beide so miteinander identifiziert hatte, dass der ursprüngliche Name des Besitztums in die wunderliche und doppeldeutige Bezeichnung das Haus Ascher übergegangen war. Eine Benennung, die bei den Bauern, die sie anwendeten, beides, sowohl die Familie wie das Familienhaus, zu bezeichnen schien. Der Untergang des Hauses Ascher ist eine sogenannte Gothic Novel. Das ist eine ganz faszinierende Gattung, die ist eingebettet in eine, ja, romantisierende, romantische Mittelalterrezeption, vor allem der deutschen Literatur. Ich erinnere hier an Novalis und an sein dreiteiliges Geschichtskonzept einer Romantisierung der Welt. Dies fußt auf einem, ja, dreiteiligen Geschichtsbild, das wir ganz früher das Mittelalter hatten, da war die Welt noch in Ordnung, man war eins mit der Welt, man war eins mit seiner Umgebung, mit seiner Umwelt. Und dann kommt die Neuzeit als großer Bruch, so wurde das zu Zeiten von Novalis von den Romantikern wahrgenommen. Und mit diesem Bruch geht eine Entfremdung einher. Das heißt, man ist nicht mehr eins mit seiner Umwelt, mit der Schöpfung sozusagen, sondern man entfremdet sich, man wird zum Individuum, zum Unterschiedenen, das einsam ist. Und die Romantik begreift sich nun als Art Renaissance des Mittelalters, also als Rückkehr zum Mittelalter, als gezielte, ja, Wiedererlangung dieser verloren geglaubten Einheit. Diese Sehnsucht nach damaligen Zeiten, nach damaligen Zuständen, nach einer damaligen Einheit, Einheitlichkeit bei Novalis gerinnt in dem berühmten Motiv der blauen Blume. Die Gothic Novel ist nun gewissermaßen die Kehrseite zu dieser grundsätzlich romantischen Ausrichtung. Hier ist es nicht so, dass ich voll Sehnsucht das vertraut fremdgewordene Mittelalter suche, sondern das fremdgeworden vertraute Mittelalter sucht voll Sehnsucht mich heim. Also geradezu umgekehrt oder komplementär dazu. Die literarische Bewegung der Gothic Novel startete Mitte des 18. Jahrhunderts in England. Der erste Roman ist von Horace Walpole, Schloss von Otranto.
Sie erfährt aber vor allem in Deutschland dann ihre Ausformung und ihre Hochzeit sozusagen. Das Ganze wird dann gattungsmäßig als German Gothic auch bekannt im englischsprachigen Raum. Und zur Zeit Poes ist das so bekannt und so beliebt, dass es kurz als German bezeichnet wird. Also die Bezeichnung des Landes wird für kurze Zeit zugleich die Bezeichnung für diese sehr spezifische literarische Ausprägung, die auf die Romantik fußt, aber eigentlich etwas Komplementäres in ihrem Mittelalterbezug darstellt. Also diese gruselige Heimsuchung im Hier und Jetzt durch mittelalterliche Phänomene. Auf diese Tradition, vor allem auf diese deutsche Tradition, greift Poe zurück, aber er schreibt nicht einfach in diese Tradition fort. Als Amerikaner hat Poe nämlich ein ganz anderes Verhältnis zum Mittelalter. Die Gotik, die namensgebend für die literarische Strömung German Gothic ist, und das Mittelalter im Allgemeinen waren ja nie das eigene für ein amerikanisches Selbstverständnis, sondern immer das fremde europäische Alte, von dem sich die USA blutig im Unabhängigkeitskrieg emanzipiert hat. Das hat Auswirkungen auf die literarische Gestaltung von Texten. Wir haben keine Paarung von Sehnsucht und Abscheu, wie es in der German Gothic der Fall ist, sondern wir haben häufig einen Einbruch des alten Grauens in die moderne Welt. Das zeichnet die fantastische Literatur dieser Prägung im amerikanischen Raum aus. Edgar Allan Poe greift also als Amerikaner distanziert auf die German Gothic zu und gerade mit seiner Paradeerzählung Der Untergang des Hauses Usher leistet er hier ein paradigmatisches Beispiel dafür. Also hier haben wir, glaube ich, eine Erzählung vor uns, die nicht zu begreifen ist, wenn wir denken, das ist einfach eine gruselige Gothic Novel, sondern sie kommentiert zugleich den literarischen Bereich der Gothic Novel. Wir haben nicht notwendigerweise bei dieser Erzählung mit einem wohligen Schauer zu rechnen. Es ist hier nicht dominant gesetzt, dass wir ein Spiel haben zwischen Heimlichkeit und Unheimlichkeit. Ich denke, da wird Edgar Allan Poe häufig falsch eingeordnet. Sondern letztendlich haben wir zumindest auch einen distanziert kritischen Blick auf romantischen Mittelaltergrusel. Ja, also einen sozusagen analytischen Zugriff auf die eigene literarische Vergangenheit. In unserer Erzählung erfolgt der Zugriff auf die German Gothic vor allem in drei Kategorien. Einmal in der Architektur, vor allem das Haus Usher selbst natürlich, aber auch ein paar Motive darüber hinaus. Einmal in der Literatur, also das, was Roderick liest und was er selbst dichtet, von beiden bekommen wir umfangreich Beispiele. Und eng mit den beiden anderen Kategorien verwoben, aber trotzdem eigenständig und sehr wichtig, die Musik. Musik, werden wir sehen, findet auf ganz unterschiedlichen Ebenen im Text statt. Das ist nicht nur auf der plakativen Ebene, was Roderick selber spielt und singt, sondern ich denke, dass der Text selber sehr stark musikalisch im Sinn von Metrum und Rhythmus gestaltet ist. Ich komme kurz zur Architektur. Hier liegt sicherlich der deutlichste Bezug zum Mittelalter und zur Gotik vor. Die Gotik ist ja selber eine architektonische Epoche sozusagen. Das Haus Usher selbst, das Gebäude, ist sehr stark gotisch bestimmt. Es wird als düsteres, wirklich gotisch aufgebautes, burgähnliches Gebäude beschrieben. Und nicht nur das, es ist der Stammsitz der Usher. Also mit Haus Usher, wie wir schon gesehen haben, wird ja beides bezeichnet, sowohl die Familie, die alteingesessen ist und die da ihre Herrschaft ausübt, seit unvordenklichen Zeiten, wie es im Text ahistorisch heißt, als auch das Gebäude selbst, das eben genauso alt ist. Es gibt zahllose Parallelen zwischen Haus und Familie. Ich greife da nur exemplarisch ein paar raus. Natürlich das Alter einerseits, das habe ich gerade schon ausgeführt. Die Familie ist genauso unvordenklich alt wie das Haus selber, wie das Gebäude selber. Aber auch die Krankheit, und das ist ganz spannend, weil das schon auf das Schicksal beider, des Gebäudes und der Familie verweist. Roderick und seine Schwester Magdalene sind krank und das Haus selber ist marode, was aber auch in einer Art Krankheit sich ausdrückt. Ein schönes Detail ist hier, dass nach der Schilderung des Hauses und nach der Schilderung der Baufälligkeit des Hauses der Erzähler
das Haus betritt und als erstes begegnet er nach dem Diener dem Hausarzt, der also gerade von der ja, versuchten Heilung der Bewohner zurückgekehrt ist. Ebenfalls ein schönes Detail sind die Pilzfäden, das Pilzgeflecht, das das Haus überzieht. Und dieses Pilzgeflecht des Hauses, das spiegelt sich sehr, sehr schön gestaltet in den Haaren von Roderick Usher wieder, der sein Gesicht wie durch ein Spinnennetz überziehen lässt von seinen Haaren. So ist das geschildert, werden Sie später hören. Also auch hier haben wir eine Parallele zwischen Haus und zwischen Bewohnern, das auf eine gemeinsame Krankheit hindeutet, zumindest das symbolisch verkörpert. Und der letzte Aspekt, der für mich sehr wichtig ist und für meinen literaturwissenschaftlichen Blick auf diese Erzählung, die Resonanz. Das mag vielleicht ein bisschen überraschen, aber wie ich noch aufzeigen möchte, sind, denke ich, Haus und Bewohner vom gleichen Resonanzverhalten bestimmt und das durchaus auch im physikalischen Sinne. Ich weiß nicht, ob Sie es hören, es regnet hier sehr, sehr stark aufs Dach, aufs Blechdach. Eine ja, hoffentlich schöne Hintergrundbeschallung für das Weitergehen dieser Geschichte. Also weiter im Text, der Erzähler steht immer noch am Sumpf vor dem gotischen Haus. Ich sagte vorhin, dass der einzige Erfolg meines etwas kindischen Beginnens, meines Hinabblickens in den dunklen Teich, der gewesen war, den ersten sonderbaren Eindruck, den das Landschaftsbild auf mich gemacht hatte, noch zu vertiefen. Es ist zweifellos. Das Bewusstsein, mit dem ich das Anwachsen meiner abergläubischen Furcht, denn dies ist der rechte Name für die Sache, verfolgte, diente nur dazu, diese Furcht selbst zu steigern. Denn ich kannte schon lange das paradoxe Gesetz aller Empfindungen, deren Ursprung das Entsetzen, das Grauen ist. Und einzig dies mag die Ursache gewesen sein einer seltsamen Vorstellung, die in meiner Seele entstand, als ich meine Augen von dem Spiegelbild im Pfuhl wieder hinaufrichtete auf das Wohnhaus selbst. Es war eine Einbildung, so lächerlich in der Tat, dass ich sie nur erwähne, um zu zeigen, wie lebendig, wie stark die Eindrücke waren, die auf mir lasteten. Ich hatte so auf meine Einbildungskraft eingearbeitet, dass ich wirklich glaubte, das Haus und seine ganze Umgebung sei von einer nur ihm eigentümlichen Atmosphäre umflutet. Eine Atmosphäre, die zu der Himmelsluft keinerlei Zugehörigkeit hätte, sondern die emporgedunstet war aus den morschen Bäumen, den grauen Mauern und dem stummen Pfuhl. Ein giftiger, geheimnisvoller, trüber, träger, kaum wahrnehmbarer, bleifarbener Dunst. Von meinem Geist abschüttelnd, was Traum gewesen sein musste, überprüfte ich eingehender das wirkliche Aussehen des Gebäudes. Das Auffallendste an ihm schien mir sein beträchtliches Alter zu sein. Die Zeitläufe hatten ihm seine ursprüngliche Farbe genommen. Ein winziger kleiner Pilz hatte alle Mauern wie mit einem Netzwerk überzogen, dessen feinmaschiges Geflecht von den Dachtraufen herabhing. Doch von irgendwelchem außergewöhnlichem Verfall war das Gebäude noch weit entfernt. Kein Teil des Mauerwerks war eingesunken und die noch vollkommen erhaltene Gesamtheit stand in seltsamem Widerspruch zu der bröckeligen Statthaftigkeit der einzelnen Steine. Dies Haus stand gleichsam da wie altes Holzgetäfel, das in irgendeinem unbetretenen Gewölbe viele Jahre lang vermoderte, ohne dass je ein Lufthauch von draußen es berührte, und das darum in all seinem inneren Verfall stattlich und lückenlos dasteht. Außer diesem Zeichen eines allgemeinen Verfalls bot das Haus jedoch nur wenig Merkmale von Baufälligkeit. Vielleicht hätte allerdings ein scharf prüfender Blick einen kaum wahrnehmbaren Riss entdecken können, der an der Frontseite des Hauses vom Dach im Zickzack die Mauer hinunterlief, bis er sich in den trüben Wassern des Teiches verlor. Diese Dinge bemerkte ich, während ich über einen kurzen Dammweg zum Hause hinaufritt. Ein wartender Diener nahm mein Pferd und ich trat unter den gotisch gewölbten Torbogen der Halle.
Ein Kammerdiener mit leichtem, leisen Schritt führte mich schweigend durch dunkle und gewundene Gänge bis in das Arbeitszimmer seines Herrn. Vieles, was ich unterwegs erblickte, trug irgendwie dazu bei, das unbestimmte, niederdrückende Gefühl, von dem ich schon gesprochen habe, zu verstärken. Diese Dinge um mich her, das Schnitzwerk der Deckentäfelung, der ebenholzglänzende Flur, die düsteren Wandteppiche mit ihrem fantastischen Waffenschmuck, der bei meinen Tritten rasselte, das alles waren Dinge, die schon meiner Kindheit vertraut gewesen waren, wie ich mir unumwunden eingestehen musste. Dennoch wunderte ich mich, was für unheimliche Vorstellungen so gewöhnliche Dinge erwecken konnten. Auf einer der Treppen begegnete ich dem Hausarzt. Sein Gesichtsausdruck erschien mir gemein und durchtrieben, obgleich mein Anblick ihn verblüffte. Er begrüßte mich verwirrt und ging weiter. Jetzt riss der Kammerdiener eine Türe auf und führte mich hinein zu seinem Herrn. Das Zimmer, in dem ich mich nun befand, war sehr groß und hoch. Die Fenster waren lang und schmal und hatten gotische Spitzbogenform. Sie befanden sich so hoch über dem schwarzen eichenen Fußboden, dass man nicht an sie heranreichen konnte. Ein schwacher Schimmer rötlichen Lichtes drang durch die vergitterten Scheiben herein und reichte gerade hin, die hervortretenden Gegenstände des Gemachs erkennbar zu machen. Doch mühte sich das Auge vergebens, bis in die entfernten Winkel des Zimmers oder in die Tiefen der schmuckreichen Deckenwölbung vorzudringen. Dunkle Teppiche hingen an den Wänden. Die Einrichtung war im Allgemeinen überladen, prunkvoll, unbehaglich, altmodisch und schadhaft. Eine Menge Bücher und Musikinstrumente lagen umher, doch auch das vermochte nicht, die tote Starrheit des öden Raumes zu beleben. Ich fühlte, dass ich eine Luft einatmete, die schwer von Gram und Sorge war. Die ernste, tiefe, unheilbare Schwermut lastete es hier auf allem. Ja, tiefe, ernste, unheilbare Schwermut. Mit dem Erzähler sind wir in ein durch und durch romantisiertes Haus eingedrungen. Aber diese Romantik, die uns hier entgegentritt, hat nichts mehr mit der umfassenden Aufbruchsstimmung ihrer Gründerväter zu tun, sondern sie ist durch und durch schwarz, modrig, verkommen, feindlich. Ihr Symbol ist nicht mehr die blaue Blume eines Heinrichs von Ofterdingen, die man im Verborgenen suchen muss und hoffentlich findet, sondern das modrige Pilzgeflecht, das einem im eigenen Hause heimsucht. Poe ist sich seiner literarischen Vorbilder, die irgendwie merkwürdigerweise auch seine Gegner sind, sehr bewusst. Ich denke, dass seine Erzählung nicht nur selbst ein Stück Literatur ist, sondern auch ein Text über Literatur, also Literatur und die eigene Geschichte sozusagen auch kritisch beleuchtet. Sehr spannend in dieser Hinsicht ist die Schilderung von Rotheriks Lieblingslektüre durch den Erzähler. Das wird erst relativ spät in der Erzählung kommen. Eingeführt wird diese Schilderung der Lieblingslektüre als Listung seiner, wie es heißt, hauptsächlichen Geistesnahrung für den psychisch Kranken. Und dabei bleibt offen in dieser Formulierung, ob diese Geistesnahrung ja Ursache oder Wirkung ist. Also ob er das Zeug liest, weil er psychisch beeinträchtigt ist oder ob seine psychische Krankheit nicht zuletzt auf diese Lektüre zurückzuführen ist. In dieser Liste ist zum Beispiel mit Ludwig Tiecks Reise ins Blaue auch die eigene German Tradition aufgenommen. Und spätestens beim ersten Lieblingsbuch Rodericks kippt der Grusel durchaus in Ironie und in eine ironische Distanz. Ich zitiere, sein Hauptentzücken jedoch bildete das Studium eines sehr seltenen und seltsamen Buches in gotischem Quartformat, einem Handbuch einer vergessenen Kirche, des Virgilie Mortuorum Secundum Corum Ecclesiae Maguntinae. Ja, das ist schon sehr dick aufgetragen. Also erstmal das gotische Quartformat, damit wird ja im Buchformat selber die literarische Tradition, die German Gothic, zitiert. Und dann haben wir hier ein Buch mit Totengesängen vor uns. Das stammt, das ist historisch greifbar, aus der Mainzer Diözese. Also auch hier mit diesem Buch selber haben wir die deutsche Tradition, die literarisch bedeutsam ist für Poes Erzählen, mit in die Erzählung aufgenommen. Es handelt sich damit auch keineswegs um eine vergessene Kirche, wie es hier schauerlich heißt. Es ist die Erzdiözese Mainz, also eine sehr, sehr wichtige Kirche. Der Inhalt dieses Buches
sind Totengesänge und die indizieren natürlich die Todessehnsucht der Aschers. Also sehr viel dichter kann man ein Symbol nicht mehr auffüllen wie dieses Buch. Ja, ähnlich verhält es sich auch mit dem zweiten, in Anführungszeichen, Lieblingsbuch Rodericks, einem Roman mit dem Titel Mad Trist von einem Autor namens Lancelot Cunning. Der Erzähler sagt, er hat es nur scherzhalber oder ironischerweise, wie ein Ironietrigger, als Lieblingsbuch Rodericks bezeichnet, weil es ist eine unglaubliche Schmonzette. Der Erzähler liest es Roderick vor in der Hoffnung, dass es heilsam für seinen kranken Freund sei. Und der Grund dieser Hoffnung ist eine Art Schocktherapie. Der Erzähler findet das Buch sauschlecht. Das ist es auch. Wir werden später ein paar Passagen daraus, das ist ein fiktiver Roman von Poe erfunden, in dieser Erzählung wiedergegeben hören. Es ist genau ein Beispiel für diese übersteigerte Mittelalterromantik, an der Roderick letztendlich auch erkrankt ist. Und der Erzähler hat irgendwie die Hoffnung, dass der intelligente Freund Roderick das erkennt durch diese Schmonzette, die wirklich kaum mehr zu übersteigern ist, und dass er wahrnimmt, was das alles für ein hypersensibler Unsinn ist, sich so in diese Mittelalterromantik reinzusteigern. Wir haben auch bei diesem Buch wieder eine Häufung entsprechender literarischer Hinweise. Hier vor allem in den Namen Lancelot, das ist der Vorname des Autors, das spielt auf den Artus-Ritter Lancelot an, der ja durch sein Techtelmechtel mit der Königin Guinevere Mitschuld letztendlich am Niedergang der Artus-Herrschaft hat. Dasselbe ist der Fall Mutatis Mutandis mit Tristan. Also der Titelheld des Romans Mad Tristan, der macht entsprechendes ja mit Isolde und mit Markes Herrschaft. Isolde ist ja die Königin, die Frau von Marke. Tristan liebt Isolde, auch umgekehrt. Und auf dieser Basis wird zumindest die Herrschaft von Marke in Frage gestellt. Also wir haben in einem Buch durch den Buchtitel und durch den Autor zwei mittelalterliche Erzählungen zitiert, die beide vom Untergang einer Herrschaft oder zumindest von ihrer Infragestellung sprechen. Eine sehr starke Korrespondenz zum Inhalt der Erzählung Der Untergang des Hauses Ascher. Und was noch dazu kommt, natürlich, das ist wirklich so ein Paukenschlag noch, der Titel Mad Trist, also verrückter Tristan. Auch hier geht es nicht sehr viel dicker aufgetragen auf symbolischer Ebene. Also Poe deckt durch seinen Erzähler nicht nur die eigene literarische Tradition auf, sondern er führt sie auch ironisch vor in gewisser Weise. Siehe, diese literarische Tradition hat letztendlich Mitschuld an der tödlichen Hypersensibilität der Hauptfigur. Wie dieses nervöse Leiden bestimmt ist, woran Roderick genau leidet, das lese ich Ihnen jetzt vor. Es ist die Erstbegegnung des Erzählers mit seinem Jugendfreund Roderick. Bei meinem Eintritt erhob sich Ascher von einem Sofa, auf dem er lang ausgestreckt gelegen hatte, und begrüßte mich mit warmer Lebhaftigkeit, die mir zuerst übertrieben schien, etwa als gezwungene Liebenswürdigkeit des blasierten Weltmannes. Ein Blick jedoch auf sein Gesicht überzeugte mich von seiner völligen Aufrichtigkeit. Wir setzten uns, und da er nicht gleich sprach, betrachtete ich ihn minutenlang und wurde von Mitleid und Grauen ergriffen. Sicherlich, kein Mensch hatte sich je in so kurzer Zeit so schrecklich verändert wie Roderick Ascher. Nur mit Mühe gelang es mir, die Identität dieser gespenstischen Gestalt da vor mir mit den Gefährten meiner Kindheit festzustellen. Doch seine Gesichtsbildung war immer merkwürdig und auffallend gewesen. Eine leichenhafte Blässe, große, klare und unvergleichlich leuchtende Augen, Lippen, die etwas schmal und sehr bleich waren, aber von ungemein schönem Schwunge. Eine Nase von edelzartem jüdischem Schnitt, doch mit ungewöhnlich breiten Nüstern. Ein schön gebildetes Kinn, dessen wenig kräftige Form einen Mangel an sittlicher Energie verriet. Haare, die feiner und zarter waren als Spinnenfäden. Diese einzelnen Züge, verbunden mit einer massigen Kraft und Breite der Stirn über der Schläfe, bildeten ein Antlitz, das man nicht leicht vergessen konnte. Und nun hatte die übertriebene Entwicklung dieser charakteristischen Einzelheiten genügt, den Ausdruck seiner Züge derart zu verändern, dass ich nicht einmal wusste, ob er es wirklich war. Vor allem war ich bestürzt, ja entsetzt,
von der jetzt gespenstischen Blässe der Haut und dem jetzt übernatürlichen Strahlen des Auges. Das seidige Haar hatte ein ungewöhnliches Wachstum entfaltet und wie es da so seltsam wie hauchzarter Altweibersommer sein Gesicht umflutete, konnte ich beim besten Willen nicht dies arabeskenhafte, verschlungene Gewebe mit dem einfachen Begriff Menschenhaar in Beziehung bringen. Im Benehmen meines Freundes überraschte mich sofort eine gewisse Verwirrtheit. Seiner Rede fehlte der Zusammenhang, und ich erkannte dies als eine Folge seiner wiederholten, kraftlosen Versuche, ein ihm innewohnendes Angstgefühl, das ihn wie Zittern überkam, zu unterdrücken, einer heftigen, nervösen Aufregung Herr zu werden. Ich war allerdings auf etwas derartiges gefasst gewesen. Sowohl sein Brief als auch meine Erinnerung an bestimmte Wesenseigenheiten des Knaben hatten mich darauf vorbereitet, und auch sein Äußeres wie sein Temperament ließen dergleichen ahnen. Sein Wesen war abwechselnd lebhaft und mürrisch. Seine Stimme, die eben noch zitternd und unsicher war, wenn die Lebensgeister in tödlicher Erschlaffung ruhten, flammte plötzlich auf zu heftiger Entschiedenheit, wurde schroff und nachdrücklich, dann schwerfällig und dumpf, bleiern, einfältig, wurde zu den sonderbar modulierten Kehllauten der ungeheuren Aufregung des sinnlos Betrunkenen oder des unverbesserlichen Opiumessers. So sprach er also von dem Zweck meines Besuchs, von seinem dringenden Verlangen, mich zu sehen, und von dem trostreichen Einfluss, den er von mir erhoffte. Nach einer Weile kam er auf die Natur seiner Krankheit zu sprechen. Es war, sagte er, ein ererbtes Familienübel, ein Übel, für das ein Heilmittel zu finden er verzweifle. Nichts weiter als nervöse Angegriffenheit, fügte er sofort hinzu, die zweifellos bald vorübergehen werde. Sie äußere sich in einer Menge unnatürlicher Erregungszustände. Einige derselben, die er mir nun beschrieb, verblüfften und erschreckten mich, doch mochte an dieser Wirkung seine Ausdrucksweise, die Form seines Berichtes schuld sein. Er litt viel unter einer krankhaften Verschärfung der Sinne. Nur die faderste Nahrung war ihm erträglich. Als Kleidung konnte er nur ganz bestimmte Stoffe tragen. Jeglicher Blumenduft war ihm zuwider. Selbst das schwächste Licht quälte seine Augen und es gab nur einige besondere Tonklänge. Und diese nur von Saiteninstrumenten, die ihn nicht mit Entsetzen erfüllten. Ich sah, dass er der Furcht, dem Schreck, dem Grauen sklavisch unterworfen war. »Ich werde zugrunde gehen«, sagte er. »Ich muss zugrunde gehen an dieser beklagenswerten Narrheit. So und nicht anders wird mich der Untergang ereilen. Ich fürchte die Ereignisse der Zukunft, nicht sie selbst, aber ihre Wirkungen. Ich schaudere bei dem Gedanken, irgendein ganz geringfügiger Vorfall könne die unerträgliche Seelenerregung verschlimmern. Ich habe wirklich kein Entsetzen vor der Gefahr, nur vor ihrer unvermeidlichen Wirkung, vor dem Schrecken. In diesem entnervten, in diesem bedauernswerten Zustand fühle ich, dass früher oder später die Zeit kommen wird, da ich beides, Vernunft und Leben, hingeben muss. Verlieren im Kampf mit dem grässlichen Phantom. Furcht. Noch einen anderen sonderbaren Zug seiner geistigen Verfassung erfuhr ich nach und nach aus abgerissenen, unbestimmten Andeutungen. Er war hinsichtlich des Hauses, das er bewohnte, in gewissen abergläubischen Vorstellungen befangen. Schon seit Jahren hatte er sich nicht mehr aus dem Hause hinausgewagt. Infolge eines Einflusses, dessen eingebildete Wirkung er mir in so unbestimmten, schattendunklen Worten mitteilte, dass ich sie hier nicht wiedergeben kann. Wie er sagte, hatten einige Besonderheiten in der Bauart und dem Baumaterial seines Stammschlosses in dieser langen Leidenszeit auf seinen Geist Einfluss erlangt. Einen Einfluss also, den das Physische der grauen Mauern und Türme und des trüben Pfuhls, in dem sie alle hinabstarrten, auf seine Psyche ausübte. Jedoch gab er zögernd zu, dass die seltsame Schwermut, unter der er leide, einer natürlicheren, gewissermaßen handgreiflicheren Ursache zugeschrieben werden könne,
nämlich der schweren und langwierigen Krankheit, ja der offenbar nahen Auflösung einer zärtlich geliebten Schwester, der einzigen Gefährtin langer Jahre, der letzten und einzigen Verwandten auf Erden. Ihr Hinscheiden, sagte er mit einer Bitterkeit, die ich nie vergessen kann, würde ihn, den hoffnungslosen, gebrechlichen, als den letzten des alten Geschlechtes der Ascher zurücklassen. Während er sprach, durchschritt Lady Magdalene, so hieß seine Schwester, langsam den entfernten Teil des Gemachs und verschwand, ohne meine Anwesenheit beachtet zu haben. Ich betrachtete sie mit maßlosem Erstaunen, das nicht frei war von Entsetzen. Und dennoch konnte ich mir keine Rechenschaft geben über das, was ich fühlte. Wie Erstarrung kam es über mich, als meine Augen ihren entschwebenden Schritten folgten. Als ich die Tür hinter ihr geschlossen hatte, suchte mein Blick unwillkürlich und begierig das Antlitz des Bruders. Aber er hatte das Gesicht in den Händen vergraben, und ich konnte nur bemerken, dass seine mageren Finger, zwischen denen viele leidenschaftliche Tränen durchsickerten, von noch gespenstischerer Blässe waren als gewöhnlich. Schon lange hatte die Krankheit der Lady Magdalene der Geschicklichkeit der Ärzte gespottet. Eine beständige Apathie, ein langsames Hinwelken und häufige, wenn auch vorübergehende Anfälle, vermutlich kataleptischer Natur, das war die ungewöhnliche Diagnose. Bislang hatte sie standhaft der Gewalt der Krankheit getrotzt und war noch nicht bettlägerig geworden. Am Tage meiner Ankunft aber unterlag sie gegen Abend der vernichtenden Macht des Zerstörers. So berichtete ihr Bruder mir des Nachts in unaussprechlicher Aufregung. Und ich erfuhr, dass der flüchtige Anblick, den ich von ihr gehabt, wohl auch der letzte gewesen sein werde. Dass Lady Magdalene wenigstens lebend nicht mehr von mir erblickt würde. Ja, kommen wir endlich zur Musik. Zupfmusik im Speziellen bestimmt die Erzählung auf gleich drei Ebenen. Erstens auf der ganz übergeordneten Ebene des Mottos der Erzählung. Edgar Allan Poe hat bei weiteren Auflagen, nicht schon bei der ersten Auflage, bei weiteren Auflagen seiner Erzählung, der gesamten Erzählung ein Motto vorangestellt, das übersetzt heißt, sein Herz gleicht einer frei hängenden Laute, so wie man es anrührt, resoniert es. Dieses Motto ist übernommen aus einem Gedicht von Pierre-Jean Béranger, aber es ist leicht abgeändert. Im Gedicht heißt es, mein Herz gleicht einer frei hängenden Laute und das Motto über der Untergang des Hauses Ascher heißt nun sein Herz. Das bezieht sich sicherlich auf Roderick und es setzt das Phänomen der Resonanz dominant, im Speziellen für Roderick selbst, aber auch für die gesamte Erzählung, die unter diesem Motto steht. Zweitens bestimmt die Zupfmusik auch die Figurenebene. Roderick selber fungiert als Gitarrist und Rhapsode, also er singt spontan Gedichtete, so wird es zumindest behauptet, zur Gitarre. Ein langes Beispiel wird im Zentrum der Geschichte zitiert von seinen Gesängen und das lese ich nachher ganz auf Englisch vor, damit man auch von dieser Textmusik ein bisschen was mitbekommt. Und schließlich eine dritte Ebene, die auch von Musik gekennzeichnet ist, nämlich die Binnenerzählung dieser Ballade. In diesem Gedicht, das von Roderick stammt, taucht wieder eine Laute auf, wie in der Rahmung des gesamten Textes durch das Motto. Und diese Laute, die huldigt einem Herrscher mit ihrem wohlgestimmten musikalischen Klang. Also auch in dieser Wohlgestimmtheit, da korrespondiert das Ganze mit der resonierenden Laute des Mottos. Die zitierte Musik der Laute spiegelt sich in der tatsächlich hörbaren Musik der Gitarre wider. Und wir haben ja eine enge instrumentengeschichtliche Verbindung zwischen Laute und Gitarre. Und diese instrumentengeschichtliche Verbindung zwischen Laute und Gitarre, die läuft parallel zu der Verbindung zwischen Mittelalter und Jetztzeit, die in diesem merkwürdigen mittelalterromantischen Gedicht von Roderick vorgeführt wird.
Wir haben also als zentrales Ding-Symbol in dieser gesamten Erzählung die Laute respektive die Gitarre, also beides übereinander geblendet, was ja in historischer Verbindung steht. Und dieses Ding-Symbol steht für einen verhängnisvollen romantischen Mittelalterbezug. Im speziellen Rodericks, aber auch der Erzählung ganz allgemein. Und dieses Ding-Symbol, die Musik, die damit verknüpft wird, die durchzieht die Erzählung auf allen Ebenen. Auf Ebene des Mottos, ganz übergeordnet, die Erzählung rahmend, auf der Figurenebene und auf Ebene der Binnenerzählung. Ja, hören wir nun die Erzählung weiter, die jetzt Rodericks musikalische Seite entfaltet. In den nächsten Tagen wurde ihr Name weder von Ascher noch von mir erwähnt. Und während dieser Zeit war ich ernstlich und angestrengt bemüht, meinen Freund seinem Trübsinn zu entreißen. Wir malten und lasen zusammen, oder ich lauschte wie im Traum seinen seltsamen Improvisationen auf der Gitarre. Und wie nun eine innige und immer innigere Vertrautheit mich immer rückhaltloser eindringen ließ in die Tiefen seiner Seele, kam ich immer mehr zu der bitteren Erkenntnis, dass alle Versuche vergeblich sein mussten, ein Gemüt zu erheitern, dessen Schwermut wie eine ewig unwandelbare positive Eigenschaft sich ergoss und alle Dinge der Welt stetig und ausnahmslos mit düsteren Strahlen beflutete. Ich werde stets ein Andenken bewahren an die vielen feierlichen, ernsten Stunden, die ich so allein mit dem Haupt des Hauses Ascher zubrachte. Dennoch ist es mir nicht möglich, einen Begriff zu geben von dem Charakter der Studien oder Beschäftigungen, in die er mich einspann oder zu denen er mich hinwies. Sein übertriebener, ruheloser, geradezu krankhafter Idealismus warf auf all unser Tun einen schweflig-feurigen Glanz. Seine langen, improvisierten Klagegesänge werden mir ewig in den Ohren klingen. Unter anderem habe ich in schmerzlichster, quälendster Erinnerung eine seltsame Variation, eine Paraphrase über Karl Maria von Webers letzte Gedanken. Die Bildwerke, die seine rastlose Fantasie entstehen ließ und die seine Hand in wunderbar verschwommenen Strichen wiedergab, weckten in mir ein tödliches Grauen, das umso grausiger war, als ich nicht enträtseln konnte, weshalb diese Bilder mich so schauerlich berührten. So lebhaft sie mir auch vor Augen stehen, würde mich vergeblich bemühen, mehr von ihnen wiederzugeben, als eben möglich ist, mit Worten flüchtig anzudeuten. Durch die übertriebene Einfachheit, ja Nacktheit seiner Bilder erzwang er die Aufmerksamkeit. Wenn je ein Sterblicher vermochte, eine Idee zu malen, so war es Roderick Ascher. Mich wenigstens überwältigte, unter den damals obwaltenden Umständen, bei den reinen Abstraktionen, die der Hypochonder wagte, auf die Leinwand zu werfen, mich überwältigte eine ganz unerhörte Ehrfurcht, von der ich nicht einen Schatten hatte empfinden können bei der Betrachtung der sicherlich glühenden, aber doch so körperlichen Träume Füßlis. Eines der fantastischen Gemälde meines Freundes, ein Bild, das nicht so streng abstrakt war, sei hier schattenhaft nachgezeichnet, so gut es Worte eben können. Es war ein kleines Bild und zeigte das Innere eines ungeheuer langen rechtwinkligen Gewölbes oder Tunnels mit niederen, glatten, weißen Mauern, die sich ohne jede Teilung schmucklos und endlos hinzogen. Durch gewisse feine Andeutungen in der Zeichnung des Ganzen wurde im Beschauer der Gedanke erweckt, dass dieser Schacht sehr, sehr tief unter der Erde lag. Nirgends fand sich in dieser Höhle eine Öffnung und keine Fackel noch andere künstliche Lichtquelle war wahrnehmbar. Dennoch quoll durch das Ganze eine Flut intensiver Strahlen und tauchte alles in eine gespenstische und ganz unvermutete Helligkeit. Ich habe vorhin schon von der krankhaften Überreizung der Gehörnerven gesprochen, die dem Leidenden alle Musik unerträglich machte, ausgenommen die Klangwirkung gewisser Saiteninstrumente. Vielleicht war es hauptsächlich diese Einschränkung, durch die er auf die Gitarre angewiesen war, die seinen Vorträgen solch fantastischen Charakter verlieh. Aber das erklärte noch nicht die feurige Lebendigkeit dieser Impromptus.
Sicherlich waren sie, sowohl was die Töne als was die Worte anbetraf, denn nicht selten begleitete er sein Spiel mit improvisierten Versgesängen, das Resultat jener intensiven geistigen Anspannung und Konzentration, von der ich schon früher erwähnte, dass sie nur in besonderen Momenten höchster künstlerischer Erregtheit bemerkbar war. Die Worte eines dieser Rhapsodien sind mir noch gut in Erinnerung. Sie machten wohl einen umso gewaltigeren Eindruck auf mich, als ich in ihrem mystischen Inhalt eine verborgene Andeutung zu entdecken glaubte, dass Usher ein klares Bewusstsein davon habe, wie sehr seine erhabene Vernunft ins Wanken geraten sei. Die Verse, die betitelt waren, der verzauberte Palast, lauteten ungefähr, wenn nicht wörtlich, so. In the greenest of our valleys, by good angels tenanted, once a fair and stately palace, radiant palace, reared its head. In the monarch thought's dominion, it stood there. Never seraph spread a pinion over fabric half so fair. Banners yellow, glorious, golden on its roof did float and flow. This, all this, was in the olden time long ago. And every gentle air that dallied in that sweet day, along the ramparts plummet and pallid, a winged odor went away. Wondrous in that happy valley, through two luminous windows saw spirits moving musically to a lute's well-tuned law. Round about the throne were sitting Porphyrogene, in state his glory well befitting the ruler of the realm was seen. And all with pearl and ruby glowing was the fair palace door, through which came flowing, 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 and sparkling evermore, a troop of echoes, whose sweet duty was but to sing, in voices of surpassing beauty, the wit and wisdom of their king. But evil things, in robes of sorrow, assail the monarch's high estate. Ah, let us mourn, for never morrow shall dawn upon him desolate. And round about his home the glory that blushed and bloomed is but a dim remembered story of the old time entombed. And travellers now within that valley, through the red-litten windows, see fast forms that move fantastically to a discordant melody, while, like a rapid ghastly river through the pale door, a hideous throng rush out forever and laugh but smile no more. Ich entsinne mich gut, dass diese Ballade uns auf ein Gespräch führte, in dem Usher eine seltsame Anschauung kundgab. Ich erwähne diese Anschauung weniger darum, weil sie etwa besonders neu wäre, denn andere haben ähnliche Hypothesen aufgestellt, als wegen der Hartnäckigkeit, mit der Usher sie vertrat. Seine Anschauung bestand in der Hauptsache darin, dass er den Pflanzen ein Empfindungsvermögen, eine Beseeltheit zuschrieb. Doch hatte in seinem verwirrten Geist diese Vorstellung einen kühneren Charakter angenommen und setzte sich in gewissen Grenzen auch ins Reich des Anorganischen fort. Es fehlen mir die Worte, um die ganze Ausdehnung dieser Idee, um die unbeirrte Hingabe meines Freundes an sie auszudrücken. Dieser, sein Glaube, knüpfte sich, wie ich schon früher andeutete, eng an die grauen Quadern des Heims seiner Väter. Die Vorbedingungen für solches Empfindungsvermögen waren hier, wie er sich einbildete, erfüllt in der Art der Anordnung der Steine, in dem sie zusammenhaltenden Bindemittel und ebenso auch in dem Pilzgeflecht, das sie überwucherte, ferner in den abgestorbenen Bäumen, die das Haus umgaben, und vor allem in dem nie gestörten, unveränderten Bestehen des Ganzen und in seiner Verdoppelung in den stillen Wassern des Teiches. Der Beweis dieser Beseeltheit sei, so sagte er, zu erblicken, und als er das
brach schrecklich zusammen. In der hier ganz allmählichen, jedoch unablässig fortschreitenden Verdichtung der Atmosphäre, in dem eigentümlichen Dunstkreis, der Wasser und Welle umgab. Die Wirkung dieser Erscheinung, fügte er hinzu, sei der lautlos und grässlich zunehmende vernichtende Einfluss, den sie seit Jahrhunderten auf das Geschick seiner Familie ausgeübt habe. Sie habe ihn zu dem gemacht, als den ich ihn jetzt erblicke, zu dem, was er nun sei. Solche Anschauungen bedürfen keines Kommentars und ich füge Ihnen daher nichts hinzu. Ja, Roderick ist hypersensibel. Er erträgt keine intensiven Reize. Er erträgt nur intimen Gitarrenklang, auf den er anspricht und mit dem er durchaus im wortwörtlichen Sinne mitsingt. Rodericks Herz gleicht einer freihängenden Laute, die resoniert. Damit wird klar, dass das Motto sich ganz stark auf ihn als Figur, als Gitarrenspieler, als Sänger bezieht. Ich möchte im Folgenden das physikalische Phänomen der Resonanz dominant setzen und damit das Motto der Erzählung ernst nehmen. Das mag etwas irritieren. Horrorliteratur und Physik, was hat das miteinander zu tun? Das Übernatürliche und das Naturwissenschaftliche? Aber die fantastische Literatur ist immer eng angelehnt an die Naturwissenschaften jeweils ihrer Zeit. Das Unerklärliche erweist sich ja erst im Akt des vielleicht irgendwann scheiternden Erklärens als unerklärlich. Ein Beispiel dafür ist das Werk von E.T.A. Hoffmann. Das ist deswegen so gruselig, weil E.T.A. Hoffmann immer quasi naturwissenschaftlich den erstmal literarisch dargestellten Grusel erklärt. Das Problem ist, es bleibt immer ein Rest übrig, sodass man sagt, ja okay, aber das ist doch nicht erklärbar, das muss doch dann eine Geistererscheinung sein. E.T.A. Hoffmann erklärt viele Geistererscheinungen oder lässt sie erklären durch seinen Erzähler, aber es bleibt eben immer ein unerklärbarer Rest und das macht das Ganze dann wirklich gruselig. Ein anderes Beispiel ist H.P. Lovecraft, auch ein amerikanischer Autor, der in dieser Reihe genannt werden muss. Und der hat ja ein ganz besonderes literarisches Genre entwickelt, des sogenannten kosmischen Grauens. Und auch das baut ganz stark auf der Naturwissenschaft seiner Zeit auf, nämlich auf der Vererbungslehre. Heute liest sich das Ganze extrem rassistisch, aber das war zu seiner Zeit Stand, also State of the Art der Wissenschaft. Und er hat sozusagen etwas ja, darwinistisch, sozialdarwinistisch das Ganze angewendet auf den Horror, den er erzählen wollte. Bei Poe wurde das schon einmal erwogen in den 60er Jahren. Ein Autor, ein Wissenschaftler namens Walker, der hat versucht, diese Erzählung begreifbar zu machen durch Faulgase, die aus dem Sumpf aufsteigen. Dieser Sumpf, der hat ja auch eine prominente Stellung in dieser Erzählung, der Untergang des Hauses Usher. Und es wird ja durchaus beschrieben, dass da was leuchtet, dass da etwas, eine Wirkung davon ausgeht. Und das hat dieser Wissenschaftler verstanden als Hinweis darauf, dass hier ja tatsächlich nachvollziehbare Wirkungen auf die Psyche von Usher und natürlich auch von dem Erzähler und von Magdalene ausgeübt werden durch diese Faulgase, die dann eben auch dieses nächtliche Leuchten erklären können. Das finde ich gar nicht unplausibel, dass auch das im Hintergrund stehen kann. Es kann aber nicht das Zusammenbrechen des Hauses erklären oder ja, wie sagt man, die naturwissenschaftliche Grundlage für dieses Erzählen davon durchsichtig machen. Meine Theorie ist naturwissenschaftlicher Art, aber eben musikalischer Natur. Sie schließt andere Zugangsweisen nicht aus, also das mit dem Sumpf, das finde ich auch plausibel, aber ich denke, dass diese musikalische Seite der Erzählung nicht unterschätzt werden darf. Poe orientiert sich meines Erachtens an der Akustik und führt darüber das Haus und seine Bewohner eng. Für Roderick bedeutet das, er resoniert Umwelteinflüsse verstärkend. Das bedeutet, er nimmt literarische, künstlerische, musikalische Reize oder überhaupt alle Reize seiner Umgebung auf, verstärkt sie und gibt sie durch seine eigenen emotionalen Reaktionen wieder, verstärkt wieder eben. Und dieses Resonieren ist mehr als eine Metapher.
Roderick formt die Einflüsse, die er empfängt, ja tatsächlich in Musik um. In das, was wir alle ganz selbstverständlich als Musik bezeichnen. Und zwar in eine Musik, die ganz stark mit Untergang und mit Sterben semantisiert ist. Nicht nur auf Textebene, sondern auch auf der Basis ihrer musikalischen Wirkung, wie uns der Erzähler eindrucksvoll schildert. Ein Zitat, das ich hier schon genannt habe, war ja, seine langen improvisierten Klagegesänge werden mir ewig in den Ohren klingen. Unter anderem habe ich in schmerzlichster, quälendster Erinnerung eine seltsame Variation, eine Paraphrase über Karl Maria von Webers letzte Gedanken. Daran kann man sehen, hier hat der Erzähler gesprochen, auch der Erzähler kann sich von dieser Resonanz nicht freimachen, sich ihr nicht ganz verschließen. Sie steckt etwas an. Das ist ja schon vom Anfang an der Erzählung dominant gesetzt, dass der Erzähler selber immer wieder zu kämpfen hat, um aus diesem Resonieren der Furcht rauszukommen. Diese Komposition gibt es übrigens tatsächlich, die letzten Gedanken von Karl Maria von Weber. Das ist eine Walzerkomposition zunächst für Klavier und die galt lange Zeit erstmal als letzte Komposition Karl Maria von Weber. Wir kommen nochmal darauf zurück. Das ist eine spannende Story, die, glaube ich, auch sehr gezielt zitiert ist in dieser Erzählung. Vorerst ist aber festzuhalten, dass Rodericks Eigenfrequenz, also das, was er selbst als emotionale Schwingung produziert, sozusagen Furcht ist. Das ist ja auch das, was er geäußert hat, wie ich zitiert habe, er äußert Angst nicht vor den Ereignissen zu haben, die kommen, sondern Angst zu haben vor seiner eigenen emotionalen Reaktion darauf, die eben in Furcht besteht. Der Begriff Furcht, den benutzt Roderick selber als letztes Wort dieser Schilderung. Ja, hören wir vor diesem Hintergrund die Schilderung der literarischen Einflüsse auf Roderick, die ich zuvor schon mal unter dem Stichwort Literatur angesprochen hatte. Unsere Bücher, die Bücher, die jahrelang des Kranken hauptsächliche Geistesnahrung gebildet hatten, entsprachen, wie vermutet werden konnte, diesem fantastischen Charakter. Wir grübelten gemeinsam über solchen Werken wie Barbare Chartreuse von Grasset, Belphegor von Machiavelli, Himmel und Hölle von Swedenborg, die unterirdische Reise des Nikolaus Klimm von Holberg, die Chiromantie von Robert Flatt, von Jean d'Indalchine und von De la Chambre, brüteten über der Reise ins Blaue von Tieck und der Stadt der Sonne von Campanella. Ein Lieblingsbuch war eine kleine Oktavausgabe des Directorium Inquisitorium des Dominikaners Emmerich von Chiron. Und es gab Stellen im Pomponius Mela über die alten afrikanischen Satyren und Ögipans, vor denen Ascher stundenlang träumend sitzen konnte. Sein Hauptentzücken jedoch bildete das Studium eines sehr seltenen und seltsamen Buches in gotischem Quartformat, einem Handbuch einer vergessenen Kirche, des Virgilie Mortuorum Secundum Chorum Ecclesiae Vaguntinae. Ich konnte nicht anders, als an das seltsame Ritual dieses Werkes und seinen wahrscheinlichen Einfluss auf den Schwermütigen denken, als er eines Abends, nachdem er mir kurz mitgeteilt hatte, dass Lady Magdalene nicht mehr sei, seine Absicht äußerte, den Leichnam vor seiner endgültigen Beerdigung in einer der zahlreichen Grüfte innerhalb der Grundmauern des Gebäudes aufzubewahren. Die rein äußere Ursache, die er für dieses Vorgehen angab, war solcher Art, dass ich mich nicht aufgelegt fühlte, darüber zu diskutieren. Der Bruder war, wie er mir sagte, zu diesem Entschluss gekommen infolge des ungewöhnlichen Charakters der Krankheit der Dahingeschiedenen, infolge gewisser eifriger und eindringlicher Fragen ihres Arztes und infolge der abgelegenen und einsamen Lage des Begräbnisplatzes der Familie. Ich will nicht leugnen, dass, wenn ich mir das finstere Gesicht des Mannes ins Gedächtnis rief, dem ich am Tage meiner Ankunft auf der Treppe begegnete, dass ich kein Verlangen hatte, einer Sache zu widersprechen, die ich nur als eine harmlose und keineswegs unnatürliche Vorsichtsmaßregel ansah. Auf Bitten Aschers half ich ihm bei den Vorkehrungen für die vorläufige Bestattung. Nachdem der Körper eingesargt worden war, trugen wir ihn beide ganz allein zu seiner Ruhestätte. Die Gruft, in der wir ihn beisetzten, war so lange nicht geöffnet worden, dass unsere Fackeln in der drückenden Atmosphäre fast erstickten
und uns nur wenig gestatteten, Umschau zu halten. Die Gruft war eng, dumpfig und ohne jegliche Öffnung, die Licht hätte einlassen können. Sie lag in beträchtlicher Tiefe, genau unter dem Teil des Hauses, in dem sich mein eigenes Schlafgemach befand. Augenscheinlich hatte sie in früheren Zeiten der Feudalherrschaft als Burgverlies übelste Verwendung gefunden und hatte später als Lagerraum für Pulver oder sonst einen leicht entzündlichen Stoff gedient, denn ein Teil ihres Fußbodens sowie das ganze Innere eines langen Bogenganges, von dem aus wir das Gewölbe erreichten, war sorgfältig mit Kupfer bekleidet. Die Tür aus massivem Eisen hatte ähnliche Schutzvorrichtungen. Ihr ungeheures Gewicht brachte einen ungewöhnlich scharfen, kreischenden Laut hervor, als sie sich schwerfällig in den Angeln drehte. Nachdem wir unsere traurige Bürde an diesem Ort des Grauens auf ein vorbereitetes Gestell niedergesetzt hatten, schoben wir den noch lose aufliegenden Deckel des Sarges ein wenig zur Seite und blickten in das Antlitz der Ruhenden. Eine verblüffende Ähnlichkeit zwischen Bruder und Schwester fesselte jetzt zum ersten Mal meine Aufmerksamkeit, und Ascher, der vielleicht meine Gedanken erriet, murmelte ein paar Worte, denen ich entnahm, dass die Verstorbene und er Zwillinge gewesen waren. Und dass Sympathien ganz ungewöhnlicher Natur stets zwischen ihnen bestanden hatten. Unsere Blicke ruhten jedoch nicht lange auf der Toten, denn wir konnten sie nicht ohne Ergriffenheit und Grausen betrachten. Das Leiden, das die Lady so in der Blüte der Jugend ins Grab gebracht, hatte, wie es bei Erkrankungen ausgesprochen kataleptischer Art gewöhnlich der Fall ist, auf Hals und Antlitz so etwas wie eine schwache Röte zurückgelassen und den Lippen ein argwöhnisch lauerndes Lächeln gegeben, das so schrecklich ist bei Toten. Wir setzten den Deckel wieder auf, schraubten ihn fest und, nachdem wir die Eisentüre wieder verschlossen hatten, nahmen wir mit Mühe unseren Weg hinauf in die kaum weniger düsteren Räumlichkeiten des oberen Stockwerks. Und jetzt, nachdem einige Tage bittersten Kummers vergangen waren, trat in den Geistesverwirrungen meines Freundes eine merkliche Änderung ein. Sein ganzes Wesen wurde ein anderes. Seine gewöhnlichen Beschäftigungen wurden vernachlässigt oder vergessen. Er schweifte von Zimmer zu Zimmer mit eiligem, unsicherem und ziellosem Schritt. Die Blässe seines Gesichts war womöglich noch gespenstischer geworden, aber der feurige Glanz seiner Augen war ganz erloschen. Die gelegentliche Heiserkeit seiner Stimme war nicht mehr zu hören und ein Zittern und Schwanken wie von namenlosem Entsetzen durchbebte gewöhnlich seine Worte. Es gab in der Tat Zeiten, wo ich vermeinte, sein unablässig arbeitender Geist kämpfe mit irgendeinem erdrückenden Geheimnis, zu dessen Bekenntnis er nicht den Mut finden könne. Zu anderen Zeiten wieder war ich gezwungen, alles lediglich als Äußerungen seiner seltsamen Krankheit aufzufassen, denn ich sah, wie er stundenlang ins Leere starrte, und zwar mit dem Ausdruck tiefster Aufmerksamkeit, als lauschte er irgendeinem eingebildeten Geräusch. Es war kein Wunder, dass sein Zustand mich erschreckte, mich ansteckte. Ich fühlte, wie sich ganz allmählich, doch unablässig seine seltsamen Wahnvorstellungen, die er mir niemals mitteilte, in mich hineinfraßen. Ja, Roderick zittert und schwankt zunehmend. Ich habe vorhin seine Krankheit als eine Art Resonieren auf die gruseligen Reize des Hauses, seiner Umgebung bestimmt. Zittern und Schwanken werden damit lesbar als gleichsam physikalische Dimensionen seiner Furcht, die sich immer weiter steigert, bis es zur Katastrophe kommt. Wenn Akustik der physikalische Hintergrund für Poes Erzählung ist, dann wird der Untergang des Hauses Ascher lesbar als Resonanzkatastrophe. Also als Steigerung der Schwingung in Eigenfrequenz, bis die formale Integrität sich auflöst. Und tatsächlich kann man so etwas in diesem Text wiederfinden. Bei dem Höhepunkt, den ich gleich vorlesen werde, wird man merken, dass er gekennzeichnet ist von einem Steigern der Eigenschwingungen Rodericks. Zitternde Lippen, bebender Körper, ein metrisches Schaukeln des ganzen Leibes.
Das Ganze geschieht bei der Lektüre des abgeschmackten, literarisch bedeutungslosen Gothic-Machtwerks Mad Trist. Roderick nimmt also diese Gothic-Reize auf und er resoniert sie hundertfach verstärkt, indem er selbst eine wirklich gruselige Gothic-Erzählung erzeugt, nämlich die Wiederkehr seiner toten Zwillingsschwester. In diesem Zusammenhang bricht nicht nur er tot zusammen, sondern auch das Haus bricht in sich zusammen. Die Gothic-Schwingungen, so könnte man sagen, sind zu intensiv geworden und wie eine zu beanspruchte Gitarrensaite reißt, wenn sie zu stark angeregt wird, brechen Bewohner und Haus zusammen. Eine gerissene Gitarrensaite bzw. eine gerissene Lautensaite ist übrigens auch topisch in der bildenden Kunst für Tod und Untergang. Das kann man an sehr, sehr zahlreichen Beispielen sehen. Ich denke, dass Poe bei der Konzeption der Geschichte auf das physikalische Phänomen der Resonanzkatastrophe zurückgegriffen hat und damit seiner sehr gruseligen Geschichte einen quasi naturwissenschaftlichen physikalischen Hintergrund verliehen hat. Ein historischer Fall, den Poe rezipiert haben kann, oder wo es sehr wahrscheinlich ist, dass Poe den rezipiert hat, wo es kaum vorstellbar ist, dass er nichts davon mitbekommen hat, ist der Zusammenbruch der Broughton Suspension Bridge von 1831. 9 Jahre also vor der Entstehung dieser Erzählung, der Untergang des Hauses Usher. Dieser Untergang, hier ist ein Bild zu sehen von der wiederaufgebauten Brücke, der war damals in aller Munde, der wurde in der Presse breit behandelt. Und da handelt es sich eben um eine Schwingungskatastrophe. Soldaten marschieren im Gleichschritt über diese Brücke und durch die Schwingungen, durch die Eigenfrequenz der Brücke, die durch diese im Gleichschritt marschierenden Soldaten blöderweise angeregt worden ist, kommt es dann eben mehr und mehr zum Einschwingen dieser Brücke. Sie ist schlecht gedämpft und damit kommt es schließlich zur Resonanzkatastrophe. Sie bricht in sich zusammen und begräbt sehr viele Soldaten unter ihren Trümmern. In dem Einschwingen in die Furcht, die das Haus Usher beherrscht, korrespondieren Menschen und Gebäude. Und es kommt bei beiden zur Resonanzkatastrophe. So denke ich, ist der quasi physikalische Hintergrund für diese Schauererzählung. Und diese Passage lese ich jetzt. Dabei spiegelt sich am Höhepunkt das katastrophale Schwingen Rodericks auch auf Textebene. Achten Sie da mal auf die Einkerbungen des Textes durch Gedankenstriche. Das ist sehr spannend, weil es sehr gehäuft gerade in dieser Höhepunktszene angewandt wird. Ich blende diese Passage ein und lese sie auch wieder auf Englisch, um auch hier wieder die Musik des Textes hörbar zu machen. Es war besonders in der Nacht des 7. oder 8. Tages nach der Bestattung der Lady Magdalene in der Gruft, als ich mich sehr spät zum Schlafen zurückgezogen hatte, dass ich die volle Gewalt dieser Empfindungen erfuhr. Kein Schlaf nahte sich meinem Lager, während die Stunden träge dahin krochen. Ich bemühte mich der Nervosität, die mich ergriffen hatte, Herr zu werden. Ich suchte mich zu überzeugen, dass an vielem, wenn nicht an allem, was ich fühlte, die unheimliche Einrichtung des Gemachs schuld sei. Denn es war unheimlich, wie die dunklen und zerschlissenen Wandteppiche von Atem eines nahenden Sturmes bewegt, stoßweise auf und nieder schwankten und gegen die Verzierungen des Bettes raschelten. Aber meine Anstrengungen waren fruchtlos. Ein nicht abzuschüttelndes Grauen durchbebte meinen Körper und schließlich hockte auf meinem Herzen ein Alp, ein furchtbarstes Entsetzen. Mit einem tiefen Atemzug rang ich mich frei aus diesem Bann und setzte mich im Bette auf. Ich spähte angestrengt in das undurchdringliche Dunkel des Zimmers und lauschte, wie getrieben von seltsamen instinktiven Ahnungen, auf gewisse dumpfe, unbestimmbare Laute, die, wenn der Sturm schwieg, in langen Zwischenräumen von irgendwoher zu mir drangen. Überwältigt von unbeschreiblichem Entsetzen, das mir ebenso unerträglich wie unerklärlich schien, warf ich mich hastig in die Kleider, denn ich fühlte, dass ich in dieser Nacht doch keinen Schlaf mehr finden würde, und versuchte, mich aus meinem jammervollen Zustand aufzuraffen, indem ich eilig im Zimmer auf- und abwandelte. Ich war erst ein paar Mal so hin und her gegangen, als ein leichter Tritt auf der benachbarten Treppe meine Aufmerksamkeit erregte. Ich erkannte sogleich Ushers Schritt.
Einen Augenblick später klopfte er leise an meine Tür und trat mit einer Lampe in der Hand ein. Sein Gesicht war wie immer leichenhaft blass, aber schrecklicher war der Ausdruck seiner Augen. Wie eine irrsinnige Heiterkeit flammte es aus ihnen. Sein ganzes Gebaren zeigte eine mühsam gebändigte hysterische Aufregung. Sein Ausdruck entsetzte mich. Doch alles schien erträglicher als diese fürchterliche Einsamkeit und ich begrüßte sein Kommen wie eine Erlösung. »Und hast du es nicht gesehen?« sagte er unvermittelt, nachdem er einige Augenblicke schweigend um sich geblickt hatte. »Du hast es also nicht gesehen?« »Doch halt, du sollst!« Mit diesen Worten beschattete er sorgsam seine Lampe und lief dann an eins der Fenster, das er dem Sturm weit öffnete. Die ungeheure Wut des hereinstürmenden Orkans hob uns fast vom Boden empor. Es war wirklich eine sturmrasende, aber doch sehr schöne Nacht. Eine Nacht, die grausig seltsam war in Schrecken und in Pracht. Ganz in unserer Nachbarschaft musste sich ein Wirbelwind erhoben haben, denn die Windstöße änderten häufig ihre Richtung. Diese ungewöhnliche Dichtigkeit der Wolken, die so tief hingen, als lasteten sie auf den Türmen des Hauses, verhinderte nicht die Wahrnehmung, dass sie wie mit bewusster Hast aus allen Richtungen herbeijagten und ineinander stürzten, ohne aber weiterzuziehen. Ich sage, selbst ihre ungewöhnliche Dichtigkeit verhinderte uns nicht, dies wahrzunehmen. Dennoch erblickten wir keinen Schimmer vom Mond oder von den Sternen, ebenso wenig aber einen Blitzstrahl. Doch die unteren Flächen der jagenden Wolkenmassen und alle umgebenden Dinge draußen im Freien glühten im unnatürlichen Licht eines schwach leuchtenden und deutlich sichtbaren, gasartigen Dunstes, der das Haus umgab und einhüllte. »Du darfst, du sollst das nicht sehen«, sagte ich schaudernd zu Ascher, als ich ihn mit sanfter Gewalt vom Fenster fort zu einem Sessel führte. »Diese Erscheinungen, die dich erschrecken, sind nichts Ungewöhnliches. Es sind elektrische Ausstrahlungen. Vielleicht auch verdanken sie ihr gespenstisches Dasein der schwülen Ausdünstung des Teiches. Wir wollen das Fenster schließen. Die Luft ist kühl und dir sehr unzuträglich. Hier ist eines deiner Lieblingsbücher. Ich will vorlesen und du sollst zuhören und so wollen wir diese fürchterliche Nacht zusammen verbringen.« Der alte Band, den ich zur Hand genommen hatte, war der Mad Trist von Sir Lancelot Cunning. Aber ich hatte ihn mehr in traurigem Scherz als im Ernst Aschers Lieblingsbuch genannt, denn in Wahrheit ist in seiner ungefügten und fantasielosen Weitschweifigkeit wenig, was für den scharfsinnigen und idealen Geist meines Freundes von Interesse sein konnte. Es war jedoch das einzige Buch, das ich zur Hand hatte, und ich nährte eine schwache Hoffnung, der aufgeregte Zustand des Hypochonders möge Beruhigung finden, denn die Geschichte geistiger Zerrüttung weist solche Widersprüche auf in den tollen Übertriebenheiten, die ich lesen wollte. Hätte ich wirklich nach der gespannten, ja leidenschaftlichen Aufmerksamkeit schließen dürfen, mit der ihr mir zuhörte oder zuzuhören schien, so hätte ich mir zu dem Erfolg meines Vorhabens Glück wünschen dürfen. Ich war in der Erzählung bei der allbekannten Stelle angelangt, wo Ethelred, der Held des Trist, nachdem er vergeblich friedlichen Einlass in die Hütte des Klausners zu bekommen versucht hatte, sich anschickt, den Eintritt durch Gewalt zu erzwingen. Hier lautet der Text, wie man sich erinnern wird, so. Und Ethelred, der von Natur ein mannhaft Herz hatte und der nun, nachdem er den kräftigen Wein getrunken, sich unermesslich stark fühlte, begnügte sich nicht länger, mit dem Klausner Zwiesprach zu halten, der wirklich voll Trotz und Bosheit war, sondern da er auf seinen Schultern schon den Regen fühlte und den herannahenden Sturm fürchtete, schwang er seinen Streitkolben hoch hinaus und schaffte in den Planken der Tür schnell Raum für seine behandschuhte Hand. Und nun fasste er derb zu und zerkrachte und zerbrach und riss alles, dass der Lärm des dürren, dumpf krachenden Holzes durch den ganzen Wald schallte und widerhallte. Bei Beendigung dieses Satzes fuhr ich auf und hielt mit Lesen inne, denn es schien mir so, obwohl ich sofort überlegte, dass meine erhitzte Fantasie mich getäuscht haben müsste, als kämen aus einem ganz entlegenen Teil des Hauses Geräusche her, die ein vollkommenes, sehr fernes Echo hätten sein können von jenem Krachen und Bersten, das Sir Lancelot so charakteristisch beschrieben hatte.
Zweifellos war es nur das Zusammentreffen irgendeines Geräuschs mit meinen Worten, das meine Aufmerksamkeit gefesselt hatte. Denn inmitten des Rüttelns der Fensterläden und der vielfältigen Lärmlaute des anwachsenden Sturmes hatte der Laut an sich sicherlich nichts, was mich interessiert oder gestört haben könnte. Ich fuhr in der Erzählung fort. Aber als der werte Held Ethelred jetzt in die Türe trat, geriet er bald in Wut und Bestürzung. Kein Zeichen des boshaften Klausners zu bemerken, sondern statt seiner ein ungeheurer, schuppenrasselnder Drachen mit feuriger Zunge, der als Hüter vor einem goldenen Palast mit silbernen Fußboden ruhte. Und an der Mauer hing ein Schild aus schimmerndem Stahl mit der Inschrift: Wer hier herein will dringen, den Drachen muss er bezwingen. Ein Held wird er sein, den Schild sich erringen. Und Ethelred schwang seinen Streitkolben und schmetterte ihn auf den Schädel des Drachen, der zusammenbrach und seinem üblen Odem aufgab. Und dieses mit einem so grässlichen und schrillen und durchdringenden Schrei, dass Ethelred sich gern die Ohren zugehalten hätte vor dem schrecklichen Laut, desgleichen hier niemals erhört gewesen war. Hier hielt ich wieder bestürzt inne, und diesmal mit schauderndem Entsetzen, denn es konnte kein Zweifel sein, dass ich in diesem Augenblick, wenn schon es mir unmöglich war anzugeben, aus welcher Richtung, einen dumpfen und offenbar entfernten, aber schrillen, langgezogenen, kreischenden Laut vernommen hatte. Das vollkommene Gegenstück zu dem unnatürlichen Aufschrei des Drachen, wie der Dichter ihn beschrieb. Obwohl ich durch dieses zweite und höchst seltsame Zusammentreffen erschreckt war und tausend widerstreitende Empfindungen, in denen Erstaunen und äußerstes Entsetzen vorherrschten, mich bestürmten, hatte ich dennoch Geistesgegenwart genug, nicht etwa durch eine diesbezügliche Bemerkung die Nervosität meines Gefährten noch zu steigern. Ich war keineswegs sicher, dass er die in Frage stehenden Laute vernommen hatte, obgleich allerdings während der letzten Minuten eine sonderbare Veränderung mit ihm vorgegangen war. Anfänglich hatte er mir gegenüber gesessen, so dass ich ihm voll ins Gesicht sehen konnte. Nach und nach aber hatte er seinen Stuhl so herumgedreht, dass er nun mit dem Gesicht zur Türe schaute. Ich konnte daher seine Züge nur teilweise erblicken. Doch sah ich, dass seine Lippen zitterten, als flüsterte er leise vor sich hin. Der Kopf war ihm auf die Brust gesunken, aber ich wusste, dass er nicht schlief, denn sein Profil zeigte mir seine weit und stark geöffneten Augen und sein Körper bewegte sich unausgesetzt sanft und einförmig hin und her. Dies alles hatte ich mit raschem Blick erfasst und nahm nun die Erzählung Sir Lancelots wieder auf. Und nun, da der Held der schrecklichen Wut des Drachen entronnen war und sich des stählernen Schildes erinnerte, dessen Zauber nun gebrochen, räumte er den Kadaver beiseite und schritt über das silberne Pflaster kühn hin zu dem Schild an der Wand. Der aber wartete nicht, bis er herangekommen war, sondern stürzte zu seinen Füßen auf den Silberboden nieder, mit gewaltig schmetterndem, furchtbar dröhnendem Getöse. Kaum hatte meine Lippen diese Worte gesprochen, da vernahm ich, als sei in der Tat ein eherner Schild schwer auf einen silbernen Boden gestürzt, deutlich, aber gedämpft, einen metallisch dröhnenden Widerhall. Gänzlich entnervt sprang ich auf die Füße, aber die taktmäßige Schaukelbewegung Aschers dauerte fort. Ich stürzte zu dem Stuhl, in dem er saß. Sein Blick war stiergerade ausgerichtet und sein Antlitz schien wie zu Stein erstarrt. Aber als ich die Hand auf seine Schulter legte, befiel ein heftiges Zittern seine ganze Gestalt. Ein krankes Lächeln zuckte um seinen Mund und ich sah, dass er leise, hastend und stotternd vor sich hin murmelte, so als wisse er nichts von meiner Anwesenheit. Mich tief zu ihm hinabbeugend, trank ich schließlich den scheußlichen Sinn seiner Worte ein. Not hear it? Yes, I hear it. And I have heard it. Long, long, long. Many minutes, many hours, many days have I heard it. Yet I dared not. Oh, pity me, miserable wretch that I am! I dared not speak! We have put her living in the tomb! Said I not that my senses were acute? I now tell you that I heard her first feeble movements in the hollow coffin. I heard them many, many days ago, yet I dared not speak! And now, tonight, Ethelred! The breaking of the hermit's door, and the death cry of the dragon, and the clangor of the shield. Say, rather, the rending of her coffin, and the grating of the iron hinges of the prism,
and her struggles within the coppered archway of her vault. Oh, whither shall I fly? Will she not be here anon? Is she not hurrying to upbraid me for my haste? Have I not heard her footstep on the stair? Do I not distinguish that heavy and horrible beating of her heart? Madman! Here he sprang furiously to his feet and shrieked out his syllables as if in the effort he were giving up his soul. Madman! I tell you that she now stands without a door! Als läge in der übermenschlichen Kraft dieses Ausrufes die Macht eines Zaubers, so rissen jetzt die riesigen alten Türflügel, auf die der Sprecher hinzeigte, ihre gewaltigen, ebenholzenen Kinnladen auf. Es war das Werk des rasenden Sturms. Aber siehe, draußen vor der Tür stand leibhaftig die hohe, ins Leichentuch gehüllte Gestalt der Lady Magdalene Usher. Es war Blut auf ihrer weißen Gewandung. Und die Spuren eines erbitterten Kampfes waren überall an ihrem abgezehrten Körper zu erkennen. Einen Augenblick blieb sie zitternd und taumelnd auf der Schwelle stehen. Dann fiel sie mit einem leisen, schmerzlichen Aufschrei ins Zimmer auf den Körper ihres Bruders. Und in ihrem heftigen und nun endgültigen Todeskampf riss sie ihn tot zu Boden. Ein Opfer der Schrecken, die er vorausempfunden hatte. Ja, wir sind ganz kurz vor dem Ende und ich möchte auch mit meiner literaturwissenschaftlichen Perspektivierung ans Ende kommen. Poe schafft mit seiner Erzählung Der Untergang des Hauses Usher nicht nur eine formvollendete Gothic Novel, sondern zugleich auch ihre ironische Brechung, ein wirkliches Meisterstück. Ich glaube, dass zwei wichtige Trigger für eine solche Interpretation, für eine solche Lesart im Text verborgen sind, die diese Doppelbödigkeit aufzeigen. Das ist einmal der fiktive Roman Mad Trist, den der Erzähler Roderick vorliest, und einmal die Improvisation über Webers letzte Gedanken, die Roderick so meisterhaft auf der Gitarre spielt. Auf Mad Trist bin ich schon kurz eingegangen. Poe erfindet einen dämlichen, mittelalterromantischen, kitschigen Roman, der so schlecht ist, dass sein Erzähler ihn als Art Schocktherapie gegen die übersteigte Mittelalterromantik Rodericks einsetzen will. Einerseits ist das natürlich ein Kniff, eine Überbietungshaltung sozusagen. Poe zitiert als Autor seine literarischen Vorgänger der German Gothic in einer machwerkhaften, verzerrten Form, der er seine eigene formvollendete Kunst gegenüberstellt. Zum Beispiel das improvisierte Gedicht Rodericks, das wirklich formvollendet ist. Andererseits aber schafft Poe damit eine Ebene einer ironischen Distanzierung gegenüber der Krankheit Rodericks. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir fällt es wirklich schwer, diese Passagen ernsthaft zu lesen und die Auswirkungen dieser Passagen auf Roderick und auf das Geschehen innerhalb der Erzählung tatsächlich ernst zu nehmen. Man wird auch, wenn man hier ein bisschen wach ist, gedrängt in eine distanzierte Außensicht, sodass man beobachten und analysieren kann, statt mitzufühlen. Ähnlich ist das ja beim Erzähler. Der oszilliert ständig zwischen einem Mitfühlen, einem ungewollten Einfühlen, einem Affiziertwerden von der Stimmung dieses Hauses und seines Freundes und einem distanziert kühlen analytischen Blick hin und her. Der versucht ja auch die ganze Zeit zu erklären, was denn die Ursachen sind für das, was er erlebt. Das funktioniert nicht so ganz, er wird immer wieder reingezogen, aber er versucht sich auch dagegen zu wehren. Also auch beim Erzähler haben wir diese beiden Perspektiven auf das Geschehen. Einerseits einfühlen und andererseits kritisch distanziert beobachten. Ähnlich funktioniert dies mit Webers letztem Gedanken. Das ist ein Notenblatt, das im Nachlass von Karl Maria von Weber gefunden wurde. Eine relativ schlichte Walzerkomposition. Und die wird nun kurz nach dem Tod von Karl Maria von Weber vom Schott Verlag vermarktet. Und zwar als Webers letzter Gedanke. Dieser Titel ist ja sehr zugkräftig. In Folge gibt es zahlreiche Bearbeitungen, Variationen, wie sie auch Roderick in der Geschichte macht, und Kontrafakturen, vor allem im englischsprachigen Raum. Also das war Teil dieser Gothic German Tradition. Und zwar wird das Ganze unterlegt mit Texten der Todesahnung und Sehnsucht. Im Original hat diese Walzerkomposition keinen Text, aber es kommen eben zahlreiche Retextualisierungen, die alle so in diese Gothic-Richtung gehen. Also diese Komposition, Webers letzter Gedanke, seinerzeit sehr bekannt, war Teil der German Gothic und Teil des German Gothic Hypes.
Es gibt unter anderem auch eine Bearbeitung für Gitarre von Ferdinando Carulli. Die ist hier auf diesem Bild zu sehen. Aber der Gag ist, dass dieser Walzer überhaupt nicht von Weber ist, sondern von Karl Gottlieb Reisinger. Und der Schott-Verlag, der das Ganze als letztes Werk Webers, als letzter Gedanke Webers rausgegeben hat, der wusste das. Nämlich schon Jahre zuvor wurde dieser Walzer im Schott-Verlag als Walzer Reisingers verlegt und veröffentlicht. Also wir haben hier einen historischen Fake sozusagen, einen durchaus trefflichen Geschäftssinn eines Verlegers im Schott-Verlag, der diesen Fake, diesen Walzer auch in die Gesamtausgabe seinerzeit von Karl Maria von Weber aufnimmt, als Webers letzter Gedanke. Die gesamte Story um diesen Betrug, es ist ja letztendlich, wird bekannt seinerzeit und es ist ein kleiner Skandal, also auch das schlägt relativ hohe Wellen und zwar bereits 10 Jahre vor dem Schreiben von dem Untergang des Hauses Ascher. Ich denke, dass auf dieser Basis Edgar Allan Poe diese Komposition, Webers letzter Gedanke, ganz gezielt einsetzt, um auf die Doppelbödigkeit seiner eigenen Vorgehensweise aufmerksam zu machen. Er schreibt nicht wirklich eine neue German Gothic Novel sozusagen, sondern er formt sie, indem er altes Material hernimmt und überformt, arrangiert, verziert. Ähnlich wie es eben bei Webers letzter Gedanke der Fall ist. Das ist eine Technik, die er selber, die Poe selber als Arabeske bezeichnet. Ja, dieser Begriff taucht ja auch in der Erzählung vor, ich habe das schon vorgelesen. Das Arabeske, das üppig Verzierende, das ist die Technik, die Poe ausübt. Es geht gar nicht darum, was Neues zu erfinden, sondern eben Material herzunehmen, Bausteine herzunehmen und die zu einem Bild zusammenzubauen. Und diese Technik, Bausteine und dadurch etwas Grauenhaftes zusammenzubauen, das aber bei einer anderen Verteilung der Bausteine ganz anders aussehen würde, das taucht ja auch in dieser Erzählung auf. Ganz am Anfang hat der Erzähler das gesagt, wie er zum ersten Mal das Haus Ascher sieht und beobachtet und beschreibt, dass er sagt, naja gut, das ist eigentlich von den einzelnen Bestandteilen gar nicht so grausig, aber wenn man die in dieser Konstellation hat, ist es ein ganz, ganz grausiges Bild. Man könnte die anders zusammenstellen, dann wäre es vielleicht nicht so schlimm oder gar nicht schlimm. Also wir haben zahlreiche Kleinigkeiten, in denen sich das literarische Vorgehen Edgar Allan Poes in der Erzählung widerspiegelt. Diese Technik der Arabeske, die betrifft auch die gesamte Erzählung. Die liegt nämlich bereits vorgeformt vor in Form eines kleinen Schauerromans von Heinrich Clauren. Der heißt Das Raubschloss. Das hat die Forschung schon vor langer Zeit festgestellt. Das Raubschloss ist, heute würden wir sagen, Trivialliteratur. Das ist ein letztendlich literarisch völlig belangloser Roman, der im ziemlich schwulstigen Stil geschrieben ist und deswegen auch stark in die Kritik geraten ist seinerzeit. Allerdings nur von großen Literaten. Er hat sich unglaublich großer Beliebtheit erfreut. Dadurch ist er durchaus vergleichbar mit diesem komischen Roman Mad Trist, der innerhalb der Erzählung auftaucht. Eine kleine Anekdote dazu, Wilhelm Hauff, der veröffentlicht seinerzeit unter dem Namen Clauriens einen gezielt schlecht geschriebenen Roman, um dessen schlechte literarische Technik vorzuführen. Das ist ganz spannend, also man hat von der hohen Literatur sozusagen versucht, dagegen vorzugehen und hat versucht aufzuzeigen, wie schlecht dieser Roman eigentlich zusammengestümpert ist. Das Ganze hat natürlich keinen Erfolg gehabt. Man hatte damals noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit Trivialliteratur. Die kriegt man nicht tot und da ist es kein Argument zu sagen, die ist schlecht zusammengestellt. Da geht es nicht um großartige Kunstwerke, sondern das ist Unterhaltung, die eben seriellen Charakter hat. Übrigens auch gar nichts zu sagen, aber da hat sich eben seinerzeit Wilhelm Hauff sehr stark echauffiert und auch sehr stark bemüht, seiner Kritik Gestalt zu verleihen. Er hat selber einen Fake-Roman geschrieben, der dann seinerzeit auch in die Kritik geraten ist und dann hat es eben aufgedeckt und gesagt, das ist von mir, das ist gar nicht von dem, aber hier kann man sehen, wie schlecht dieser Roman zusammengestümpert ist. Ja, kommen wir zurück zu Poes Erzählung. Der baut seine Geschichte, der Untergang des Hauses Ascher, offensichtlich gezielt
aus fragwürdigen Bausteinen der German Gothic zusammen. Er könnte ja auch Besseres nehmen, aber er nimmt offensichtlich ganz gezielt irgendwas, was so ein bisschen anrüchig ist, was selber eine fragwürdige Vergangenheit hat oder was jetzt literarisch nicht besonders toll ist. Damit kommentiert Poe zugleich sein Material und ermöglicht uns als Leserin, als Leser, als Hörerin, als Hörer zwei Perspektiven. Wir können uns gruseln, wir können uns mitreißen lassen oder wir können das Ganze distanziert betrachten, nämlich wie dieser Grusel entsteht, wie Angst entsteht, wie sie funktioniert und wie sie wirkt. Also gleichzeitig eine einfühlende Dimension und eine analytische Dimension, die diese Erzählung auf der Basis seiner Technik erfüllt. Poe wird ja in der Regel autobiografisch gelesen, stark autobiografisch. Also er ist ein Meister des Horrors und zwar deswegen, weil seine eigenen psychischen Abgründe sich in seinem Werk meisterhaft spiegeln. Das ist weit verbreitet und findet sich durchaus auch in der Forschung zu Poe ziemlich dominant. Das bereitet mir ein bisschen Unbehagen. Ich denke, dass wir mit so einer autobiografischen Lesart letztendlich keinem Kunstwerk besonders nahe kommen können. Stattdessen schlage ich eine Lesart vor, die Poes Erzählung als literarisches Kunstwerk ernst nimmt. Es ist nicht Ausfluss eines fragwürdigen oder kranken Geistes, der uns schauern lässt, sondern ein extrem sorgsam konstruiertes Textgebilde mit zahlreichen Binnenverweisen und Außenbezügen, das zur kritischen Reflexion der Mittelalterromantik und auch des literarischen Hypes um die German Gothic einlädt. Und ich finde das ganz faszinierend, dass diese Erzählung beides parallel ermöglicht. Wir können schauern oder wir können eben in analytische Distanz gehen. Und dabei spielt die Zupfmusik, speziell die Gitarre, eine ganz entscheidende Rolle. Ja, wir wissen alle, wie sensibel Zupfinstrumente sind, wie sensibel eine Gitarre auf Reize, auf Klänge anspricht, selber resoniert und wie sensibel auch die Klänge, die von einer Gitarre produziert werden, sein können. Sie haben einen intimen, sensiblen Klang und wenn man den zu stark forciert, wenn man zu kräftig anschlägt, dann kommt es schnell zu Resonanzkatastrophen auf unterschiedlicher Ebene. Es kommt zu Surren, wenn die Saite an die Bünde schlägt beispielsweise. Es kommt zu Übersteuern, wenn man so will. Und es kommt schließlich auch zum Reißen der Saite. Ich denke, dass deswegen Poe gerade auf Zupfinstrumente aufbaut und sie so auffällig in seine Erzählung einbaut, in der Form von Laute und Gitarre. Letztendlich aber, und auch das ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen und fußt auf dieser Doppelbödigkeit dieses Erzählstils, sodass wir uns mitreißen lassen können oder dass wir in kritische Distanz gehen können. Letztendlich aber ist diese Erzählung auch die Erzählung einer Gesundung, nicht nur die Erzählung eines Untergangs. Der Erzähler, wenn wir den mal in den Blick nehmen, der entkommt nämlich schließlich dem gotischen Grauen. Dieser Erzähler hat sich ja zwischenzeitlich sehr stark angesteckt an der Krankheit Rodericks und musste stark dagegen ankämpfen, aber er wird nicht Teil von dieser buchstäblichen Versumpfung in diese übersteigerte Mittelalterromantik. Damit verabschiede ich mich mit der Lesung des Endes der Geschichte. Wie verfolgt entfloh ich aus diesem Gemach und diesem Hause. Draußen tobte das Unwetter in unvermittelter Heftigkeit, als ich den alten Teichdamm kreuzte. Plötzlich schoss ein unheimliches Licht quer über den Pfad und ich blickte zurück, um zu sehen, woher ein so ungewöhnlicher Glanz kommen könne, denn hinter mir lagen allein das weite Schloss und seine Schatten. Der Strahl war Mondglanz und der volle, untergehende, blutrote Mond schien jetzt hell durch den einst kaum wahrnehmbaren Riss, von dem ich bereits früher sagte, dass er vom Dach des Hauses im Zickzack bis zum Erdboden lief. Während ich hinstarrte, erweiterte sich dieser Riss mit unheimlicher Schnelligkeit. Ein wütender Stoß des Wirbelsturms kam. Das volle Rund des Satelliten wurde in dem breit aufgerissenen Spalt sichtbar. Mein Geist wankte, als ich jetzt die gewaltigen Mauern auseinanderbarsten sah. Es folgte ein langes, tosendes Krachen wie das Getöse von tausend Wasserfällen. Und der tiefe und schwarze Teich zu meinen Füßen schloss sich finster und schweigend über den Trümmern des Hauses Usher.